Warte, bin gleich da. So, da bin ich mit einem Paket. Das schauen wir uns gleich an. Meine Verpflegungsstrategie wird die sein, dass ich versuche, 4 Tage vor dem Wettkampf meine Kohlenhydratspeicher mit allen möglichen guten langkettigen Kohlenhydraten auch aufzufüllen. Dann funktioniert für mich ganz gut morgens vor dem Wettkampf eine Obstmahlzeit mit ein paar Haferflocken zu essen, um da auch nochmal kurz vor dem Rennen, eine Stunde vorher, 1,5 Stunden vorher ungefähr, den Körper gut mit Energie zu füllen. Ich habe dann Flüssiggels bei und die bekommen mir immer am besten. Ansonsten muss ich diese festen Gels immer mit Wasser nachspülen. Das verklebt dann im Mund und manchmal in den Händen. Das mag ich dann nicht so. Aber es gibt Flüssiggels, Liquidgels von einigen namhaften Herstellern auch und ja, da einfach mal ausprobieren, was für dich am besten passt. Und ich werde ungefähr nach einer Dreiviertelstunde bis Stunde im Wettkampf dann beginnen mit der Nahrungsaufnahme, mit der Kohlenhydrataufnahme. Das heißt, ich werde dann ca. 1 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde aufnehmen. Das sind dann bei mir 70 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde und das erreiche ich mit 2 bis 3 Gels oder dann später natürlich auch Zuckerwasser, eine Cola oder eine Apfelschorle. Sitzt, tun auch, schneid auch, nur die Fresse noch nicht. So, ich hoffe, es ist nicht zu anrüchig hier, wenn ich meine Oberschenkel rausblicken. bisschen viel. Ich hoffe, ich muss das nicht zensieren. Also Dextro Energy als Partner vom Hannover Marathon haben mir ein kleines großes Paket zugeschickt und zwar habe ich bei einem Instagram-Gewinnspiel auf der Hannover Marathon-Seite mitgemacht und ja, die Losfee hat mich sozusagen hier berücksichtigt. Sehr, sehr schön. Insofern kann man hier auch noch mal ein bisschen was ausprobieren und ich werde euch jetzt mal zeigen, was hier in diesem Paket alles drin ist. Also erstmal sehr, sehr nett, ein handgeschriebener kleiner Brief. Ich lese mal vor. Lieber Marius, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit deinem Dextro Energy Paket. Wir sehen uns am 3. April in Hannover. Lieben Gruß, Rena. Rena, schöne Grüße. Vielen, vielen Dank. Du bist bestimmt meine Losfee. Ja, einen kleinen Flyer mit Streckenplan zum Hannover Marathon. Das schauen wir uns aber alles im nächsten Video nochmal genauer an. Dann hier ein bisschen Merchandise, eine Mütze mit dem ein oder anderen kleinen Werbegeschenk noch vom Hannover Airport. Die sind ja auch Hauptsponsor vom Hannover Marathon, Schlussanhänger und so weiter. Die hier setze ich gleich mal auf. Kommt. So, und? Wie sieht's aus?
Victoria, gib mir einen Daumen nach oben. Das heißt, ja, jetzt bin ich hier absolut in Fankleidung. Hier das Shirt noch von 2009, customized mit meinem Namen. 2019, sorry, so lange ist es noch gar nicht her. Sehr gut, ja. Jetzt mal zu dem Inhalt. Hier sind verschiedenste, ja, Wettkampfverpflegungen und Energielieferanten für die sportliche Aktivität drinne. Dextro Energy kennt ja eigentlich jeder den Namen von diesen kleinen Traubenzucker, Packungen, die uns oder die mich auch ab und zu mal durch die eine oder andere Klausur gerettet haben in der Schule damals. Ansonsten hatte ich noch wenig Kontakt mit der Wettkampfverpflegung oder mit der Sportverpflegung von Dextro Energy. Kann man ja aber gerne mal ausprobieren. Ich hatte mich bisher immer bei Powerbar eingeschossen, die für mich auch diese Liquid Gels haben, sehr gut funktioniert haben. Aber es ist auch ein absoluter Tipp, jeweils für den anstehenden Wettkampf die Wettkampfverpflegung auch mal auszuprobieren, die es bei dem Wettkampf gibt. So kann man sich gegebenenfalls sparen, das ein oder andere eigene Gel oder eigene ISO-Getränk irgendwie mitzuschleppen. Ich erinnere mich noch früher an diese Patronengürtel von den Marathonläufern. Ja, das muss vielleicht nicht mehr sein, wenn man sich auch und den Körper auch, den ganzen Stoffwechsel an die Wettkampfverpflegung schon vorher gewöhnt. Hier einmal ein ISO-Drink, der ist, habe ich mir schon mal angeschaut, sehr, sehr gut von den Werten. 35 Gramm Kohlenhydrate und sogar 0,86 Gramm Salz. Finde ich ganz gut. Freue ich mich drauf, das mal auszutesten. Fresh Citrus Flavor. Ja. So, dann ja, eine Trinkflasche. Die benutze ich ja auch in dieser Größe 0,5, 0,6 Liter als Handflasche oft im Training. Für mich passt das sehr gut. Dann bin ich mal sehr gespannt auf diese Energy Gums. Die gibt es jetzt auch von mehreren Herstellern. Dextro Energy habe ich hier noch nicht probiert. Ist absolut im Kommen. Sehr fruchtig und ja, hat Sodium und Kohlenhydrate mit drin. Also gerade bei längeren Geschichten, so wie Trailläufen, die dann auch mal über 4, 5, 6 Stunden gehen. Kann ich mir gut vorstellen, hier auch mal so zwei so eine Gum-Sticks hier mitzunehmen. Freue ich mich sehr drauf. Probiere ich im Frühling auf jeden Fall mal aus. Hier klassische Energy Bars mit Magnesium gefüllt in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Hier Schokolade und Lemon Cake. Die nehme ich selber auf dem Wettkampf nicht mit als Verpflegung, aber für eine für einen Wandertag kann man die gut nehmen oder wenn man jetzt zum Beispiel mal noch einen kleinen Snack zwischendurch braucht auf Arbeit oder sowas, da nehme ich sowas hier ganz gerne, wenn ich weiß, ich habe heute auch eine Trainingseinheit, da kommt sowas immer, ja, ganz gut, ist bei mir immer auf Arbeit, Schreibtisch, Schublade mit drin. Die Salztabletten, auch da freue ich mich sehr, da hatte ich bisher immer so klassische Saltsticks probiert, die gut funktionieren. Hier ein bisschen mit Geschmack noch. Braucht man vielleicht sogar gar kein Wasser groß dazu, um es runter zu schlucken. Kann man vielleicht auch bluten. Wenn man anfängt zu krampfen, dann hat man wahrscheinlich zu wenig Elektrolyte oder zu wenig Salz. Das kann einem auch den Tag am Ende retten. Habe ich schon oft genug erlebt bei sehr heißen Wettkämpfen, wenn man viel schwitzt. Hier bin ich jetzt am gespanntesten drauf. Grapefruit Flavor. Cherry Flavor mit Koffein und hier ist noch Blackcurrant, also was ist das? Schwarze Johannisbeere. Da bin ich sehr gespannt drauf. Die Liquid Gels von Dextro Energy. Bisher, wie gesagt, nehme ich da auch die von Powerbar. Aber ja, ich bin da offen dafür, mal Neues auszuprobieren und vielleicht ist ja hier die ein oder andere Geschmacksrichtung bei, die mir auch sehr gut schmeckt. Hier finde ich interessant, dass man diese ganze Sache wieder auch zumachen kann. Das kann man bei Powerbar nicht. Die sind allerdings ein bisschen anders noch geformt, sag ich mal. Die anderen sind so ein bisschen länglich und dünn. Die hier sind ja so ein bisschen handlicher.
Schauen wir mal, wie es sich ausgeht und wie es der Körper so aufnimmt. Da kann ich ja nochmal berichten, wenn ich es dann ausprobiert habe. Also, heute leider wieder nur Laberrunde aufgrund meiner kleinen Achillessehnenverletzung. Ich hoffe, dass ich das noch in den Griff kriege bis zum Hannover Marathon. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Einheiten auf dem Rad absolvieren und kann leider meine harten 2 Wochen, die jetzt noch anstehen würden, nicht auf die Straße bringen, kann dann nicht nochmal die Reize setzen. Sei es drum, ich will nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich habe ein paar gute Einheiten gemacht, ich habe die Langläufe drin, ich bin gut im Fettstoffwechsel trainiert. Das heißt, ja, es muss aber alles andere dann am Tag stimmen und auch dazu gehört eine gute Wettkampfverpflegung. Wenn ich schon nicht selber mitlaufen kann, dann lasse ich mir, gehe ich mit Lilly mal gucken beim Lauf der Sympathie. Wäre ich gerne gelaufen. Das ist eine tolle Veranstaltung. Ist hier in der Altstadt Spandau. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich noch hören könnt. Ist nämlich ganz schön laut und ganz schön voll. Und den einen oder anderen von euch sehe ich hoffentlich auch. Ich bin nicht da! So, und ich wusste, dass ich Leute treffe beim Lauf der Sympathie. Und wen habe ich getroffen? Marius. Marius hat einen überragenden YouTube-Kanal. Ich blende das hier ein. Ich verlinke das unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr fragt, Marius, ich zeige euch den Weg. Das ist Marius. Und Marius kann mal selber sagen, was er hier gerade abgerissen hat. Eine ganz andere Weg. Hi Leute, Freunde von Subi, Freunde auch von Laktatintolerant. Schaut gerne seine Videos. Super geil. Unterhaltung pur, Motivation. Ja, und heute beim Lauf der Sympathie haben wir eine 44 Minuten hinbekommen. Sehr gute Zeit für mich. Voll im Training. Lasst euch inspirieren. Macht wieder mit, die Läufe. Es macht riesengroßen Spaß. Auf geht's. Marius läuft beim Hannover Marathon, glaube ich, in 2 Wochen. Hannover Marathon. Und Marius hat auch so einen Blog. Wie gesagt, guckt da mal hin. Da ist der Weg nicht nur zum Hannover Marathon, sondern unfassbar schöne Bilder aus dem Allgäu vom Trailrunning und, und. Also, wie gesagt, ich verlinke es unten und blende es hier ein. Unbedingt bei Marius reinschalten und vor allem den Kanal auch abonnieren. Happy Sonntag. Ja, Schubi, vielen, vielen Dank und schöne Grüße auch an dich und deinen Kanal. Ich werde dich natürlich auch mal hier unten verlinken. Ganz großartig, absoluter Motivator für alle Läufer, für alle Leistungsklassen. Wunderbar. Mich freut es besonders, deine Videos zu gucken, weil du immer so schöne Bilder auch aus Berlin zeigst von den alten Laufstrecken, wo ich früher auch trainiert habe. Da kullert auch mal die ein oder andere Dino-Träne. Aus Nostalgie zu den alten Strecken. Ja, ihr habt es gesehen, ich war am Wochenende aktiv in Berlin. Ich habe nochmal flach trainiert. Es geht wieder zu trainieren. Ich habe meine Achillessehnenschmerzen überwunden. Es war am Ende einfach ein bisschen Trainingsüberlastung, muskulär, faszial. Ich bin wieder in die Länge gekommen, wieder in die Ruhe gekommen und habe mich vom Kopf noch mal so ein bisschen geordnet und dann lief das alles wieder. Es freut mich total und ich hatte ein super geiles Trainingswochenende mit dem Tempolauf am Samstag und einem Crescendolauf, jeweils 20 Kilometer ungefähr, ja, in Berlin. Und damit sind wir jetzt in den letzten 2 Wochen vor dem Hannover Marathon am 3. April und das bedeutet, Leute, wir sind jetzt in der Taper-Phase. Die harten Trainingswochen sind vorbei, der Umfang darf jetzt runtergeschraubt werden und das heißt für mich heute, ich habe mal wieder Zeit, ein bisschen zu schneiden, ein bisschen Yoga zu machen, ein bisschen mich zu entspannen und den Körper jetzt in dieser Phase wunderbar vorzubereiten. Und außerdem habe ich jetzt mal Zeit, mir Gedanken zu machen um das Pacing beim Marathon und wie ich das überhaupt angehen möchte. So, Victoria macht heute Intervalle, 10 Minuten, 4 Mal das Ganze mit je 7 Minuten Pause.
am Berg, hier schön steil, die Asphaltstraße zum Wächter des Allgäus, zum Grünen hoch. Die muss ich heute quälen und ich darf mich entspannen und ein bisschen labern und ein bisschen filmen. Erstmal nochmal vielen Dank und ein herzliches Tut mir leid an meinen Pacemaker Sebastian. Sebastian, du weißt Bescheid. Sebastian hat sich bereit erklärt, eigentlich mit einem kleinen Interview hier in dem Video. Wir haben zusammen telefoniert und meine Technik hat absolut versagt. Ich habe absolut versagt, die Technik ordentlich einzustellen. Und ja, somit konnte ich das Gespräch leider jetzt nicht aufzeichnen. Pacing beim Hannover Marathon. Der Marathon hat ja 42 Kilometer und da ist es klar, dass man den nicht so angehen kann wie zum Beispiel einen 10 Kilometer Lauf oder einen Halbmarathon, denn sonst wird es hinten raus richtig zäh und sonst kommt hinten raus vielleicht sogar der Mann mit dem Hammer und stoppt einen so bei Kilometer 32, 35. Jeder, der schon mal einen Marathon gelaufen ist, müsste das Gefühl eigentlich kennen. Diese Fehler passieren, aber die dürfen nicht passieren, wenn man Ziele hat, Zeitziele hat und da muss einfach alles stimmen. Und ja, Sebastian hat mir einerseits Mut gemacht, hat gesagt, ich soll mich darauf verlassen, dass ich gute Einheiten gelaufen bin, auch wenn ich jetzt quasi, wenn man das Gefühl hat oder wenn man, sage ich mal, so ein bisschen verletzt war, so wie ich habe es zum Glück überstanden. Die ganze Sache hier auch nochmal schöne Grüße an den Physiotherapeuten Klaus Nieksch aus Kempten und seine Kollegen. Das haben die wirklich super geil hinbekommen. Bin ich sehr zufrieden mit. Also Sebastian sagt, Ruhe bewahren und ganz wichtig, wer 3 Stunden laufen will, sub 3 Stunden laufen will oder halt jeweils bei den anderen Zeiten, bei den anderen Pacemakern, Pacemakerinnen, bleibt bei den Pacemakern. Die sind erfahren. Sebastian hat zum Beispiel schon 20, also ist sein 20. Pacemaker-Tag quasi, wo er die 3 Stunden quasi jetzt paced. Vielleicht hat er auch noch mal andere Zeiten gehabt, auch mal 2:45 hat er gesagt. Also er ist ein erfahrener Läufer. Er läuft die 3 Stunden aus dem Stegreif und wir können ihm absolut vertrauen, dass er uns da richtig gut durchbringt. Und was sehr wichtig ist, man redet ja immer so von positiv, negativ, Split und so weiter. Sebastian hat die Erfahrung gemacht, schön gleichmäßig durch ist am besten und er wird das Ding so angehen, dass wir quasi auf der ersten Hälfte maximal eine 1:29:30 auf der Uhr zu stehen haben und dann hinten raus einfach stabil versuchen zu halten. Also nicht versuchen, sondern er wird es auf jeden Fall machen und wir versuchen es. Und ja, er hat gesagt, die erste Hälfte wirklich zurückhalten, gut verpflegen, das ist das Wichtigste. Da kommt es noch nicht darauf an, dass man jetzt unbedingt schon in seiner Marathon-Ziel-Pace ist oder ja, man muss auch nicht unbedingt schon bei ihm laufen. Man kann auch ein bisschen langsamer sein, vielleicht ihm den Blickkontakt halten. Das habe auch ich vor. Ich möchte eher einen Negativ-Split angehen, um zu schauen, was dann hinten raus vielleicht noch möglich ist und dafür gehe ich erstmal so ein 4:17, 4:18, 4:19 an zum Anfang und schaue dann, dass ich mich Richtung Halbmarathon-Marke bzw. 30 Kilometer, 25 Kilometer Marke dann auf die Zielpace quasi einpendle. Sebastian hat nochmal gesagt, wir sollen bei ihm bleiben, wir sollen die Gruppe nutzen, die natürlich dann auch ein bisschen Zug und Windschatten und so weiter spendet. Auf geht's! Schöne Ziele! Dafür bin ich hierher gezogen.
So, das war's. Ich muss langsam wieder runter. Victoria ist gleich mit ihrem Training fertig. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast bei Laktatintolerant. Schalt auch nächstes Mal wieder ein. Da gibt's dann Infos, News und wahrscheinlich ein Recap von meinem Hannover Marathon. In einer Woche geht's los. Ich bin schon sehr, sehr gespannt und aufgeregt. Wenn es dir gefallen hat, drück mal den Daumen nach oben, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst du auch nichts von den nächsten Videos. Laktatintolerant und in Zukunft mehr von diesen Ausblicken, Leute. Genießt es. Ich bin jetzt hier im Allgäu und werde euch jetzt immer mal von den Trails hier berichten. Bis dann.